Ja. Komm rein, Mann. Okay. Bist du drinne? Okay, ich gehe jetzt Skype. auch auf Skype. Ja, oh mein Gott, das klang echt fies. Yo, willkommen auf unserem vorne Live-Talk. Wir haben eh null Zuschauer, aber das fühlt sich gut an, einfach nur Hello zu sagen. Warte. Ich teile den Link jetzt. Warte. Hallo. Hallo. Ja, okay, ja, mein kompletter Computer ist gerade eben hängen geblieben. Oh, geil, Einstellungen, Ich wow, ich kann. klinge so gut, ne? Ja, Bei diesem Mikrofon, genauso mit gut. diesem Mikrofon klingt man irgendwie voll Porno. Bitte sag nicht Porno, Alter. Sprachwiedergabe, oh Doch. Mann. Linken mit rechten Stereo. Ich habe aber kein Stereo. Tut mir echt leid. Ich habe nur Mono-Mikrofon. Extrem niedrige Standardgerät. Oh, das passt schon. Ich stelle gerade meine Kompatibilität bla ein. Muss ja nochmal nehmen. Stimmt, ich kann ja auch was Wir haben. einstellen, weil ich Ich mein sehe. Ich sehe überhaupt Standardgriff. nicht. Ich sehe überhaupt nicht, wie viele Zuschauer wir haben und dein Bild ist sowas von mega unscharf über deine Webcam. Ja, deswegen meine langsame Verbindung. Wie viele Dann Zuschauer haben wir jetzt? Wo kann man das sehen? Null normalerweise oben. Zuschauer. Ja, dann musst du das mal Ah. schön teilen, ne? Ja, teil du auch. Ich schicke dir den Link. Okay. Um die Zeit ist das eigentlich ziemlich blöd. Wieso? Es gibt viele, die Langeweile haben. Ich schicke jetzt einfach per Ja. PN an ganz viele Leute. Nein, gib mir erstmal den Morten! Link. Gib mir Habe erstmal ich den dir Link per über Google Skype Plus. geschickt? Ich bin Habe nicht ich mehr dir auf in Skype Skype online. geschickt? Okay, warte. Schick es mir mal stilgerecht über Chat. Google Plus. Budum. Habe ich. Gruppenchat hier. Ich kann den Bildchen freigeben. Gruppenchat. Ich Wow. will aber nicht, dass du den scheiß Bildschirm freigibst und wie, was für ein Gruppenchat. Wie kann man Gruppenchat? Links in der Leiste ist Chat, Bildschirm freigeben, Kameramann und so. Ey, da gibt's Gruppenchat. eine Leiste, Kameramann. Ja, habe ich gerade eben Ich auch kann die gesehen. Kamera steuern. Was für eine Kamera? Geil. Weiß er nicht. Er lädt. Adresse des Links kopieren. Achso, Das ist mein. ich kann die Sichtbar. Ich kann die Sichtbarkeit der anderen Teilnehmer steuern. Ah. Ich kann zum Beispiel dein Video ausschalten. Oder dich stumpf schalten. Nein, das machst Was? Oh, ich hatte sie gerade irgendwie auf ausgeschaltet. So, kann ich jetzt nicht hören. Sag was. Hallo? Macht sich wieder normal. Oder hätte ich stumm geschaltet? Und jetzt hätte ich die stumm geschaltet. Ich höre dich nicht. Hey, ich habe mich wieder entmutet. Hörst du mich jetzt endlich mal Ich wieder? höre dich nicht. Du hörst Ja, mich. ich habe alles wieder richtig. Toll. Ja. Ich finde es echt scheiße, Aber wir haben dass immer noch du da keinen Admin bist. Zuhörer. Ich finde es echt scheiße, dass du da Admin bist. Das ist nicht cool. Ja. Du bist ein scheiß Admin. Ja, ich poste den Link gerade so ziemlich überall, wo ich kann. Geh mal auf unseren einen Kanal auf YouTube, vielleicht haben wir gleich einen Zuschauer. Aber ich will mal live in den. Weißt du, was mich richtig anstört? Was? Wenn ich auf YouTube gehe und mir den Stream angucke, dann sieht man mich ganz oben, also richtig fett. Und du bist links unten nur. Ja, warte, warte, jetzt sieht man mich richtig fett, ne? Warte.
Ich muss mal ganz kurz ein bisschen warten, bis du das lädst hast. Ja, jetzt sieht man dich. Das ist echt sehr cool. Und jetzt dich. Ja, das dauert ein bisschen, aber das ist eine coole Ja. Funktion. Ich bin ziemlich stolz. Kann man uns auch beide Ja. sehen? Das wäre mit das Beste. Ich will nicht, dass irgendjemand von uns der Beste ist. Nee, Und der leider Größte nicht. ist. Ich wechsle einfach zwischendurch immer wieder. Ja, mach das, wenn du stolz drauf bist. Okay, bin ich. Ich halte Ja, jetzt noch alles ich will schön. nicht alle anschreiben, aber viele. Wir haben 2 Schuhe, 2 Zuschauer haben wir. Ja, ich teile das gerade so ziemlich überall, wo ich kann. Wer auch immer die 2 Zuschauer sind, hallo. Oh, noch Ja, einer. vielen Dank, dass ihr in meinem Porno-Chat seid. Wir reden hier, sobald wir eine gewisse Anzahl an Zuschauern erreicht haben, über Pornos. Wenn man Ein sich einziger anmeldet. Zuschauer. Ein einziger Zuschauer. Ohne Witz, weil, als ich das gesagt habe, sind die alle rausgegangen, oder was? Ist das, das ist ein Witz, oder? Komm, holt noch ein paar Zuschauer an Land. Wir haben immer noch echt einen scheiß Zuschauer. Hey, hör auf, mich zu vergraulen. Okay, weil wenn Hör immer auf, noch mich ein zu Zuschauer vergraulen. da ist, hey, ich Leite hole dir eben Locken die genannt. andere Leute an Land. Ja. Ist eine geile Sache, Mann, die sind online. So viel cooler als Block TV. 2 Zuschauer. Das ist sehr viel cooler als Block TV, weil ich dabei bin. Und weil es auf YouTube ist. Und Hallo weil es auf YouTube. YouTube ist. Ey, genau, wir sind am Ende auf YouTube. Wir sind auf YouTube, Ich genau. glaube nicht, dass wir so fame werden. Hallo Leute. Oh, hey, nein, ich sag nicht hallo Leute. Ich weiß mittlerweile, wer der scheiß Zuschauer ist. Ich darf ihn Wer? beleidigen, weil er scheiße ist, ne, Alex? Ist das geil, Alter. Ja. Das ist der Alex aus meiner Klasse, den kennst du nicht. Deswegen, ich darf den beleidigen, wie er will. Du Ach so. Sackfresser. Aber hey, nicht Es auf ist nur YouTube. Spaß, ich hab dich voll lieb, Mann. Aber das ist so nice. Wir haben Du beide Sackfresser, Studio-Mikrofone. Wir haben. hamsterfressender Homo-Wichser, ey, lutsch mir. Nein, nein, okay, jetzt wird's zu YouTube. Hey, wir kriegen bald einen Zuschauer. Ey, aber wir haben beide drei Lukas, Zuschauer Lukas, ey, immerhin. Lukas, Lukas, kannst du mir vorhin schon Ja. den scheiß Titel ändern? Nikolais Porno Talk, ey, ganz im Ernst, wer klickt das an? Der ist nach den Ich ersten. weiß nicht, wie das geht. Der ist nach den ersten 2 Minuten schon so Ich weiß nicht, wie gelangweilt. das geht. Okay, warte mal, anstatt dass jetzt Porno Talk heißt, ich muss hier jemanden erklären, was HDF heißt. Ich interpretiere das meistens als halt die Fresse. Was auch mit die beste und gängigste Interpretation von HDF ist, aber es kann auch so viel bedeuten wie halt die Flügel, wenn du ein Engel bist. Ja, liebe YouTube-Gemeinde, der da unten ist schwul. Der da und du hast gerade den Monowitz auf dich gezeigt. Aus meiner Sicht hast du auf dich gezeigt. Nein. Und warum sagst du, dass ich schwul bin? Ich habe gerade eben Pornos geguckt, aber die waren hetero, als ich mit dir Ja, gechattet habe. Das ist. du hast Post geguckt, als wir zusammen telefoniert haben. Ja, aber das waren Hetero-Pornos, also kann ich nicht schwul sein, unterstell mir so eine Kacke nicht. Und wenn schon, dann würde ich jetzt ganz anders reden. Morgen weiter. Nein. Ich will mal irgendwelche Vorschläge haben, was wir jetzt hier betiteln oder worüber wir hier reden sollen. Wir haben kein Thema außer Oh, HDF und das ist echt eine Morten Scheiße. hat unseren Status, Morten hat meinen Status kommentiert. Ja, mit welchem Inhalt? Was hat er geschrieben? Ziemlich cooles Video. Drei Zuschauer um 3 Uhr nachts. Was ist das denn? Also Block 4 Zuschauer. Oho. Ja, auf Block TV hatten wir sogar. Da hattest du 12 Zuschauer. Ja, Fünf stimmt. Zuschauer. Und nachdem ich gesagt habe, dass die mich abonnieren sollen, sind die alle rausgegangen. Ich fand das voll geil. Also ich finde die Tatsache ziemlich geil, dass mit die voll Als idiotischste aus der Person, die ich Ditz. auf Facebook habe, mir das Thema Dummheit vorgeschlagen hat. Also wir sollen jetzt hier in diesem Live-Forum, ich nenne das jetzt erst gerade mal Forum, über Dummheit philosophieren, anstatt über Titten.
Pornos, was auch immer. Also wir reden jetzt über Dummheit. Also wir definieren jetzt Dummheit. Du fängst am besten an, weil du anscheinend am professionellsten bist. Nein, als Dritter wirkt er wirklich sehr gut mit diesen 12 Zuschauern. Ja, Das ist jetzt ein Insider. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, 12 Zuschauer. Ich find das nicht witzig. Hey, like mich. Ohne Witz, ich hab gesagt, ey Leute, abonniert mich mal, ihr seid ja eh alle voll die Lappen. Und dann waren die alle raus. Ich hatte 12 Zuschauer, waren alle weg. Aber die Tatsache überhaupt, dass ich den Kanal gestartet hatte, ganz von Anfang an so direkt 12 Zuschauer hatte, war cool. Ja. Und ich hab's mir eiskalt vergeigt. Aber ich hab's mir gut vergeigt. Hier hat jemand auf den Status gesagt, wir sollen Wazen grüßen. Wer zum Teufel ist Wazen? Ja, wir grüßen jetzt Wazen. Hey Wazen. Okay. Aber Wazen ist genauso Wayne, wie der Wayne Trainer ist, der an uns vorbeifährt. Ich habe einen guten Rhyme zum Thema Wayne Train. Ich sitze in meinem Garten, yo, und habe einen harten. Jetzt will ich ihn mir braten, doch ich muss noch warten. Jo, mehr fällt mir nicht ein, denn wenn ich warten muss, dann bekomme ich einen harten und muss jemand noch mehr braten. Alter, Comedy Central spackt gerade richtig ab. Was zum Thema Comedy Central, what the fuck? Comedy Central ist gay! Badum, psch! Nein, das spackt gerade richtig ab. Du, wir haben 4 Zuschauer, hallo 4 Zuschauer. Nochmal, hallo 4 Zuschauer. Fuck euer, unser Thema ist, kannst du unser scheiß Thema mal ändern? Wir reden ja nicht über Porno, wir reden über, in diesem Fall jetzt Comedy Central. Ich weiß aber nicht, wie das geht, Junge. 6 Zuschauer. Hallo 6 Zuschauer. Kannst du nicht irgendwie diese scheiß Überschrift ändern? Damit alle wissen, das ist kein Porno-Talk, auch wenn ihr eingeschaltet habt, um vielleicht über Pornos zu reden. Es tut mir sehr leid, das ist im Endeffekt ein Test-Talk, ohne Witz. Wir machen das eigentlich nur zum Test, ob das funktioniert, um Fame zu werden und unsere Hoden in Freude zu wühlen. Doch, jetzt wird das... Ja, genau. Es artet sehr wohl. Das sagt der 12 Zuschauer hatte. Ja. Dieser Insider ist so der Hammer. Wir 15 Zuschauer. Das ist so der geile Scheiß, Alter. Ey, wir haben 15 Zuschauer. Yo, ich hab 15 Zuschauer. Ich hab mich innerlich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Wir hatten, also für die, die es bisher noch nicht gehört hatten, ich hatte mir einen Blog-TV-Channel aufgemacht. Und die Tatsache... Stopp! Blog-TV ist eine Community zum Bloggen und Chatten über Webcam. Weitermachen. Und die Tatsache war, dass direkt nach dem Aufrufen des Kanals... dass ich dann direkt 12 Zuschauer hatte. Ich habe ein bisschen Scheiße gelabert. Es hat sich gesammelt. Wir hatten, glaube ich, ganz kurz 15, aber das wurde dann auch wieder weniger. Aber direkt nachdem ich diesen 15 Zuschauern gesagt hatte, dass sie mich abonnieren sollen, waren die ohne Spaß alle weg. Genau nach diesem Satz. Abonniert mich aber alle mal. Genau nach diesem Satz waren die alle weg. Ich hatte keine einzelnen Zuschauer mehr. Das kam so geil. Hey, like mich alle, ne? Und wumpf. 10 Zuschauer waren weg. Er lispelt immer noch, habt ihr das gehört? Er lispelt. Er lispelt. Halt, sei ruhig. Die 15. Sei ruhig. Ach. Sei ruhig, das ist Lispel. Halt die Fresse, ich lispel. Jetzt musst du dem Titel auch gerecht werden, ne? Okay, wir müssen. Ey, kann er nicht an einer Lispel jemand auch einblasen? Oder geht das nicht, weil du deine Zunge verschluckst? Wir haben 18 Zuschauer. Oh mein Gott, unser Thema ist sowas von niveaulos. Junge, wir machen hier gerade einen RTL-Live-Chat. Genau. ACTV Live. Hey, wir knacken fast die 20 Zuschauer. Oh, ACTV Live, yo. Wenn wir noch mehr Zuschauer bekommen, rappe ich einen Text von Haftbefehl.
Ey, gerade hatten wir fast 20 und jetzt haben wir noch 14. Oh, ich sollte Haftbefehl aus dem Spiel lassen. Hier sind Ja. Haftbefehl-Fans. Oh, jetzt haben wir noch 12. Und jetzt wieder 15. Oh. Das ist so der Scheiß. Ja. Aber ich mag Alter, das. alter, alter, Digga, Digga, hier ein Kerl, den ich kenne, der will dazukommen. Warte, ich muss ihn eben schreiben, ob er ein gutes Headset hat, aber wahrscheinlich hört er zu. Ich warte jetzt einfach auf eine Antwort, ich schreibe ihn nicht. Wenn du kein gutes Headset hast, Fabian, rückwärts heißt du Nightbuff. Nightbuff, oh, cool. Wenn du kein gutes Headset hast, dann möchte ich nicht, dass du hier mitsprichst, denn wir haben alle Studiomikrofone. Und dieses Audioniveau wollen wir beibehalten. Jetzt musst du auch auf dein Mikrofon zeigen. Ich habe gerade eben auf mein Mikrofon gezeigt. Hier, guck mal Ja, aber Mikrofon an. da habe ich gerade auf mein Mikrofon gezeigt und da habe ich mich gerade als groß eingeblendet. Oh, Jetzt cool. haben wir nur, Ja, jetzt haben wir jetzt. nur 10 Zuschauer. Ja, okay, wir sollten dieses, ich sollte das nicht sagen. Ja. Also, ich zocke sehr gerne für alle Gamer unter euch. Ich spiele sehr Abonniert gerne. mich alle. Nein, also ich habe mal League of Legends gespielt, dann Elots Online, dann MW3 und dann habe ich echt, dann, wow, das Gaming-Niveau ist sowas von gesunken. Von League of Legends auf MW3 runter, Alter. Ja, jetzt haben wir doch nur noch 10 Zuschauer. Von Das ist alles behinderten versaut kleinen. mit deinem Gaming. Von behinderten kleinen MMORPG-Babys runter Okay. auf kleine Babys, die beim Multiplayer-Shooter spielen, ihr Headset in der Nase haben und am Rumschreien sind. Genau. Kein Studiomikrofon haben. Ich probiere mal den Kerl hier eben einzuladen. Ja, okay. Wäre sehr geil, wenn das funktioniert. Obwohl nur du kannst ihn einladen. Oh ja, okay, gib mal einen Namen. Weil du ja im Moment noch der Scheiße-Admin bist. Oder gib mir die E-Mail-Adresse, gib mir die E-Mail-Adresse. Nein, 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 nein. Wir haben doch noch unseren Gruppenchat. Du hast damit voll angegeben. Wir haben einen Gruppenchat. Mein Gott, das ist voll gay. Ja, okay, ach, okay, warte. Dann tue ich dir mal eben hier zu Kreisen hinzufügen. Okay. Wie Warte. wir, ich wurde so eben gefragt, wie wir auf die kacke Idee gekommen sind, diesen Livestream zu starten. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur nach einem Hoster oder nach einem Hoster gesucht für einen Live-Chat-Dingens, weil wir uns übelst langweilig waren und wir Freaks sind und diese Mikrofone Soll ich dir haben. jetzt hinzufügen? Soll ich dir jetzt Ja, hinzufügen? du solltest hinzufügen, aber ich erkläre gleich noch weiter, warum wir das getan haben. Okay. Also warte, ich mach dich Ja, mal und auf dann groß sind so. wir im End, Jetzt dann bist du auf sind. groß. Ja, und irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, Google Plus zu benutzen, warum auch immer. Google Plus ist der letzte Scheiß. Entschuldigung, Google, es ist die Tatsache. Ihr hört jetzt eh nicht zu, aber ich muss jetzt so tun, als ob sie es tun. Ja, und das hat sich echt gelohnt. Also, das, was wir jetzt hier gerade labern, was wir auch immer wir gerade tun, das ist später auf YouTube und ich kann mir die Scheiße auf YouTube angucken. Und ich schwöre, wenn das für mich peinlich ist, dann löschst du das Video. Acht Killer weg. Zuschauer. Und Kamerawechsel. Hallo. Das ist voll der peinliche Mist. Ja, der Fabian, der kommt anscheinend irgendwie nicht. Ja, also ich habe ihn eingeladen. Stimmt, er ist nicht volljährig. Er ist nicht volljährig. Also Fabian, falls du immer noch hier in diesem Chat bist, falls es hier nicht zu niveaulos geworden ist, du musst volljährig sein, um hier Genau. mitmachen zu dürfen. Also mach dir Ja, einfach ich mute ein. dich eben. So, ich habe dich jetzt gemutet, damit ich reden kann. Ja, ich habe das auch so gemacht. Ich habe mir einfach einen neuen Account gemacht. Und dann Google Plus Account gemacht. Aber irgendwann 1990 ein und dann passt das auch wieder. Und wieder entmutet. Du kannst wieder reden. Ja. Wichser. Vielleicht ist er auch kein YouTuber. Wir beide haben ja einen YouTube-Kanal, aber er glaube ich nicht unbedingt. Deswegen kommt er ganz vielleicht nicht rein, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Das hat mit YouTube nichts zu tun. Nur ich muss YouTube-Account sein, damit das übertragen Ich werden muss kann. YouTube-Account sein.
Oder warte mal, um es aus deinem Mund zu sagen, es muss YouTube-Accounts haben. Oh. Wir haben nein. vorhin so die geilen Flachwitze gerissen, Mann. Ach ja, treff nicht zwei, einer kommt nicht. Der war scheiße. Ich meine, die Flachwitze, die so nebenbei entstanden sind, weißt du, so ohne. Also, es war halt ein Witz, der sich aus der Situation ergeben hat. Ey, weißt du was? Morten teilt in sein Link. Das heißt, wir kriegen gleich 100.000 Zuschauer. Warum? Er ist einfach nett zu mir. Okay, und Morten ist anscheinend Fame. Ist Und er. deswegen bekommen. Okay, Norton. Mo Morten. Warum sagt jemand Norton? Norton ist ein scheiß Antivirenprogramm. Also wirklich ein scheiß Antivirenprogramm. Morten. Ja, Morten, ich weiß, Morten, Morten, Alter. Also lass ihn. Morten. Er ist cool. Ja, Morten ist cool, ich kenne ihn gar nicht. Hey, Morten, du bist cool. Ich kenne dich. Vielleicht ist es hier Morten auch ein Antivirenprogramm. Nein, er ist wirklich cool. Er ist, ja. Hast du wirklich den richtigen angeschrieben? Der heißt Fabian Horstmeier. Ja, Wie habe ich. viele, ja, wie viele Zuschauer haben wir? 14 momentan. Ich kann jeden hinzufügen einfach. Lad ihn nochmal ein. Er hat mir geschrieben, dass er keine Einladung bekommen hat. Oder die Einladung nicht richtig registriert hat. Hangout. Apropos registriert, ich habe Nord nicht registriert. So, jetzt habe ich ihn nochmal eingeladen. Der Name ist so unpassend. Nikolais Pornotalk. Am Anfang war es wirklich geplant, dass wir über Pornoseiten oder deren Inhalte reden, ne? Aber das ist uns einfach zu RTL. Ich musste dermaßen aufs Klo, weil ich so viel getrunken habe gerade eben. Wir reden jetzt nicht mal kacken, ne, wir reden jetzt nur Oh, halt von. die Fresse. Oh nein, Ja, nein. ich schalte kurz mein Mikrofon aus. Du darfst die Leute jetzt kurz unterhalten. Ich will euch gar nicht unterhalten. Bleibt aber trotzdem da, bis er mich gemutet oder so. Nein, er hat sich selbst aus der Gleichung rausgenommen. Das ist blöd. Ey, Fabian, ich gebe dir die Information, dass du dir am besten wirklich ein neues Google Plus machst. Google Plus ist scheiße, ich weiß, sonst würde das direkt funktionieren. Ich soll Jona im Hangout grüßen. Wer auch immer Jona ist, ich kenne Jona nicht, aber ich soll ihn grüßen. Das ist cool von Maria. RTL heißt richtig tolle Lügen. Wir erzählen also euch jetzt ganz viel RTL. Oh, der kam deep. Okay, mittlerweile weiß ich, wer Jona ist. Jona ist sein Cousin. Cousin. What the fuck? Das klang sowas von schwul. Gay! Ja, lass der Wichser mich einfach alleine, ohne Mist. Ich mach mal Spotify an, damit ihr Musik hören könnt. Ich darf das eigentlich gar nicht, aber ich mach's trotzdem, weil ich keinen Bock hab, euch zu unterhalten. Wie kommt ein Afrikaner nach Deutschland? Keine Ahnung, er fährt über den Schokosee? Ja, jetzt gib mir die Auflösung. Wie fährt ein scheiß Afrikaner nach Deutschland? So müde Halt die Fresse, da. Lukas. Ich muss eben warten, bis er mir die Auflösung gibt. Okay. Schwarz! Ah! Oh, Fabian, jetzt hast du eingerissen. Jetzt hast du eingerissen. Oh. Der kam so deep. Was ist gelb und immer bekifft? Eine Bon Fritz. Aha. Brüller. Ich mach mal kurz mein Spotify an. Also mute dich am besten ganz kurz. Ich möchte einmal den Musikstream aktivieren. Ja, die Du sollen weißt, keine Musik hören. meine. Die sollen keine Musik hören. Wollt ihr Musik hören? Nein.
Mute dich. Wir sind hier, um deinen Pornotalk anzuhören. Ich spamme nun jeden Beitrag voll. Den Zuschauer. Hallo? Hallo. Okay, also kannst du mich wieder hören? Ja, kann ich, aber kannst du bitte einen Gefallen tun? Ich mache jetzt nochmal Musik an. Dein Mikrofon klingt gerade richtig spastisch. Neu. Ja, stimmt, ich habe was umgestellt. Ach so. Ich will Musik streamen, und zwar indem ich die bla bla, Punkt, 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 du weißt, welche Schnittstelle ich meine. Brauchst du nicht, wir brauchen keine Musik. Doch, ich will das aber ausprobieren. Du bist kein Admin. Ich bin kein Admin. Ich muss einfach nur mein Mikrofon umstellen auf diese komische Schnittstelle, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich kann verdammt nochmal Effekte einfügen in diesen Hangout. Das will ich jetzt ausprobieren. Lukas Gera hat. Kannst du Soundeffekte einfügen? Ja, ich will, dass du Soundeffekte einfügst. Warte mal. Was ist blond und stört beim Zelten? Ich überlege. Alter, der kam unnötig. Warte, der muss später kommen. Warte, hier gibt's eine Grille. Ne Blondine, kann das sein? Was ist blond und stört beim Zelten? So ein Scheiß. Ich hab hier einen Wimshot. Grün und riecht nach Banane. Ich. Ah, komm. Der ist scheiße. Wir kommen sowas von Zeitverzögert drüber. Du bist so ein Arschloch, Mann. Warte. Du Wichser. Der ist cool. Wenn ich was sage, der ist cool. Und was dann kommt, der ist cool. Aber diese ganzen Soundeffekte sollten wir später testen, Mann. Wir sind live. Oh Mann. Warum mache ich das? Das ist cool. Ja, nein, der ist nicht cool. Ich hab geil. Hier, hör. Warte. Wir haben doch vorhin über ein Porno geredet von. Von was? Warte mal. Ich kann dir eine Sonnenbrille anziehen. Team, oh, ich habe eine Sonnenbrille an. Guck mal. Mann, halt die Fresse, ich muss gerade hart überlegen. Ich hab Monokel an. Ich bin Pirat. Wie heißt die? Eva Braun, genau, wir haben über den Eva Braun-Porno geredet, Mann. Wenn Harry Potter den Todesfluch überlebt hat, durch reine Liebe seiner Eltern, dann wird Hitler wieder auferstehen durch Bösheit über ein Porno von Eva Braun. Das war der Flachwitz, den ich vorhin gerissen hatte und du hast dich in die Ecke geschmissen deswegen. Ich gucke mal meinen Bart an, der ist cool. Du hast echt einen scheiß Bart auf. Ich mag Google Plus. Warum hast du einen Oh, bitte sag das nicht. Oh, jetzt habe ich noch 9 Zuschauer wegen meiner Spielerei. Das ist nicht cool. Nee, echt nicht.
übertreib's nicht. Alter, übertreib doch nicht. Warte, warte, time das besser. Hallo. Ich liebe es, Admin zu sein. Oh Mann. Ich nicht, du bist echt ein Wichser. Oh mein Gott. Wie viele Zuschauer haben wir? 12. Blamiere mich vor 12 Leuten, von denen ich nicht hundertprozentig weiß, wer sie sind. Oder klingelt jemand? Diese scheiß Effekte, Alter, du bist so ein... Ich finde das so geil. Alter, ich kann meinen Bildschirm freigeben, das heißt, wir könnten rein theoretisch sogar zocken. Ey, jetzt installier mal Stimulation Diversion with Friends, bla. Wir können dann... Du kannst total viel Scheiße zufügen. Sporkle. Mentally Stimulation with Friends. Mentale Stimulation mit Freunden. Mentale Stimulation. Das passt zu unserem Thema. Ja. Lukas, du bist wirklich ein scheiß Admin. Wir haben hier einen, der will mitmachen. Okay, lad ihn ein. Dann haben wir vielleicht der hat auch einen Großmembraner. Cool, der hat einen Großmembraner. Das klingt so scheiße. T-Bone 440. Nee, oder? du verarsch mich. Treff nicht, zwei, einer kommt nicht. Warum? Ey, komm. Ey, hör mit diesen perfekten Scheiß-Soundeffekten auf. Die zirpende Grille geht irgendwie nicht. Cool, die zirpende Grille ist vorbei. Ey, Alter, kennst du den Wayne Train? Abgefahren. Okay. Auf gut Glück. Was sucht der Glücksautomat heute für mich aus? Oh, eine Krone und eine Sonnenbrille. Oh mein Gott. Und eine Hundemaske. Eine Hundemaske? Ey, guck mal. Arr. Das ist witziger als die Hundemaske. Was? Das hier. Weißt du, was auch noch voll witzig ist? Adolf Hitler. Du hast echt schöne Mikrofone. Wie ist gerade unser Hangout, Alter? Oh! Du hast immer noch diese behinderte Brille auf. Ja, hab ich vergessen wegzumachen. Das ist so... Oh, ja. Ich hab immer noch Durst. Ich weiß nicht, wie alt die Cola schon ist. Ich will's auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Hey, wir sind immer noch im Porno-Chat. Ey, komm bitte auf mit der Scheiße, sonst hacke ich mich zum Atmen oder so. Okay, ich füge gleich noch jemanden hinzu. Ja, genau, füg mich hinzu. Halt die Fresse. Nein. Werd doch nicht so böse. Frank Hinrichs, ich weiß, dass der voll hardcore lispelt, Alter. ist aber witzig, es hat was Cooles an sich. So was ganz bisschen. Jetzt müsste es kommen, budum, psch. Oh, ich hab das gerade geschlossen, dieses komische Effektboard. Das nächste Mal bin ich erstmal nicht schön, weil ich mach dich mit den Effekten so fertig. jedes Mal, wenn du was sagst, halt, ja.
Challenge accepted oder was, ne? Oh Mann, hör auf damit! Oh Mann, was soll das? Ich hol mir gleich puren Wodka, kipp mir den hier rein und ich schwör, das ist dreimal so witzig wie das, was du hier gerade abziehst. Und so. Es müsste gleich noch jemand kommen. Mir fällt gerade ein, ich habe noch eine Flasche Bier in meinem Zimmer. Toll. Alter, nein, ist cool. Eine Flasche Bier ist cool. Auch nicht cool. Badam, bam, bam. Und da halt drüben, Leute, ich hole mir mein Bier. Eine Flasche Bier. Es geht um die Tatsache, dass ich noch. Okay, ich mach die mal muten. So, jetzt hab ich ihn gemutet. Wow. Ich mag diese Soundeffekte einfach. So, jetzt haben wir gleich noch einen zusätzlich hier in diesem Hangout. Hoffen wir, wenn es funktioniert. Hier um 3.37 Uhr nachts. Wenn er nicht zu blöd ist, das einfach zu finden. Ich gebe mal mein Bildschirm frei. So. Wow. Jetzt könnt ihr mein Bildschirm sehen. Jetzt könnt ihr auch sehen, was ich mache. Hier auf Facebook. Hier, er will gleich beitreten. Keine. Wie dumm! Klar ist da Benachrichtigung. Ja. So, nochmal. Okay. Hallo, ihr 11 Zuschauer. Ich lade ihn jetzt mal ein. Und Hangout betreten. Einladung erfolgt. So. Digga, das Niveau und so, hör mal auf damit. Ist nicht cool. Ja, okay. Das war nur bis jetzt. Es reicht. Zum Thema Niveau, ne? Prost, ihr Säcke. Hartz IV, ne? Na komm, mach wieder ein bisschen mal weg. So, jetzt bin ich auf groß. Alter, schäumt der Scheiß.
Mein ganzes Bett ist voll zugeascht, weil ich keinen Aschenbecher hatte vorhin. Aber das wisst ihr ja schon. Oh, ich hasse, wie er das schäumt. Das ist nicht wirklich warm, aber das ist ja mit das Schlimmste. Aber Digga, das soll nicht schäumen. Apropos schäumen. Wie viele Zuschauer haben wir mittlerweile eigentlich? 12. Wow, das hält sich ja wirklich konstant. Ich glaube, dein Zähler ist irgendwie abgeschmiert. Ich glaube, das sind weniger. Bestimmt sind es 120.000. Dafür bräuchten wir einen Namen wie zum Beispiel Gronkh und dann. So, ich hab dich jetzt auf stumm geschaltet. Ja. Leute, holt noch ein paar andere Zuschauer ran. Wie hast du das gemacht? Ich hab mich selbst unmuted. Ey, mach mich nicht stumm, Digga. Nein, du kannst dich mal einmal ruhig sein. Ich wollte nur den Leuten sagen, dass sie den Link weiter schicken sollen, damit wir einen Zuschauer kriegen. Junge, ich war gerade eben weg, da war ich die ganze Zeit ruhig und du hast es nicht ausgenutzt. Und jetzt machst du mich an, während ich wieder da bin. Du bist voll unkonkret. Ja. Weißt du was Konkretes? Jo, jetzt weißt du. Ja. Er meinte nur, teilt unseren Livestream, damit wir mehr Klicks bekommen. Ah, jetzt haben wir hier noch einen Zuschauer im Hangout. Wir haben noch einen Zuschauer bekommen. Ja, also kein Zuschauer, sondern... Wer ist das und what the fuck, warum hat er seinen Bildschirm an? Das ist nicht cool. Ja, das ist wirklich nicht cool. Er soll seine Webcam anmachen, weil sonst wird er rausgekickt, weil das live auf YouTube ist. Ja, ist nicht cool. Okay, Webcam. Es ist ein... Das ist so ein Porno-Talk. Falls ihr tut mir den auch nicht. Nein, ich weiß, es ist ein Porno-Talk, aber ich find's nicht cool, wenn er jetzt über seine Bildschirm übertragen und eine Porno-Seite aufmacht. Wir dürfen nur darüber reden, aber wir dürfen so nur darüber reden. Wir dürfen nur darüber reden, aber wir dürfen keinen Live-Content zeigen. Ja, das klar, ist halt Jugendschutz hier, ne? Aber tu mir einen Gefallen, hör mir diesen scheiß Soundeffekten auf. Okay. Ist wirklich so, das nervt extrem. Warte mal, wer bist du? Bist du... Hey, irgendwie erkenne ich dich, Mann. Deine Stimme und so. Ich bin Reason. Was? Kennst du mich zwar nicht, aber es ist mir so. Cool. Ja. Konsumierst du viele Pornos? Ja. Was sind so deine Fetische bei der Auswahl deiner Videos? Hast du die besten? Ich will das nicht anklicken, ohne Mist. Ich will das nicht anklicken. So aber. Okay, ich klicke da jetzt drauf. Er schickt jedem seinen Link, er spammt jeden mit seinem komischen YouTube-Link voll. Ja, tue ich das? Eine Frage, Reason. Ja. Warte mal. What the fuck, ein tanzender Nigger? Dich gewarnt. Was ein geiler Scheiß, Alter. Eine Frage. Du bist ja ein bekannter Let's Player, oder? Der Nigger geht voll ab, wie geil ist. Oder? Du hast ihn stumm geschaltet. Let's Player bin ich nicht. Ja, auf jeden Fall, ich hab, ich hab mehr als doppelt so viele Videoaufrufe als du. Oh, jetzt, Alter, ja. Halt die Fresse jetzt. Guck, ich hab gerade 50.000 Videoaufrufe. Konkurriert nicht, Victor. Alter, ihr geht mir auf den Sack, bist du da? Lukas, ich tu dir schon nichts.
Ihr seid voll die Penner, Alter. Wir sind hier auf dem Live-Chat, wollen über Pornos reden. Und jetzt wollt ihr echt ernsthaft wirklich anfangen, über eure scheiß YouTube-Aufrufe zu striken. Nö. Also, ich rede hier gerade im Prinzip so hintergründig mit einem YouTube, mit einer YouTube-Berühmtheit und rede dann Nein, irgendwie ich der habe mehr als letzte doppelt so viele Aufrufe wie er. Also kann er keine Ey, Berühmtheit sein. scheiß auf die Du Aufrufe, ein Mann. Video hoch und Feuer. Trauer. Ja, das ist Hey, voll lappenhaft, das ist mir auch schon aufgefallen. Mir ist. es geht mir sowieso nur um die Aufrufe. Fame-Hure. Ja und? Obwohl, ich bin auch eine Fame-Hure, Wissen aber die trotzdem da bringt's nichts. draußen, dass seit 2 Monaten. Ich verstehe kein Wort, was er erzählt. Ey, Digga, ich muss einen geilen Nicht Witz die brechen. schauen, oder? Und da in einem von deinen Videos. Er hat gegrunzt beim Lachen. Nein, warte, er hat gegrunzt beim Lachen. Nein. Grunzt du immer beim Lachen? Also, du hast gerade Ich eben kick beim Lachen gegrunzt. dich gleich raus aus dem Hangout. Oh, mein Tüdi. Ey, ich mach grad Livestream, ne? Er löscht. Das ist, den ich euch geschickt habe hier in Welchen? den. Und wieso traust du dich nicht, deine Webcam anzumachen? Was? Viel Spaß, ne? Oh. What the fuck? Du hast mich echt rausgeschmissen. Ey, das ist voll nicht konkret von dir, Mann. Mach das nicht nochmal. Das ist echt nicht cool. Alter, ich lass gleich den Furz des Jahrhunderts, ich schwör. Kann es sein, dass du dich gerade eben irgendwie selbst aus der Gleichung rausgenommen hast oder so? Nö. Okay. Na egal. Wollen wir dieses Porno-Thema einfach mal komplett beiseite lassen? Ja, Und okay, über was reden wir ein jetzt? aber Filme. Das ist ein sehr gutes Thema. Generell über Filme, Kinofilme. Im Endeffekt könnten wir auch über Serien reden. Ich finde nicht, dass Hm, Porno finde ein ich. gutes Thema ist. Und da ich sehr viele Filme gucke. Wusstest du, dass Google, dass dieses Hangout immer umschaltet, immer zu dem umschaltet, zu dem gerade, der gerade redet? Automatisch. Cool. Okay, Ja, das das ist ist cool. dann, das ist wirklich cool, finde ich. Das ist ein sehr guter Anfang für unser Thema, das ich soeben vorgeschlagen habe, bei dem du sogar eingewilligt hast. Google Hangout ist ein super Filmthema. Ja, also Google Hangout, ich habe wirklich vorher noch nie mit Google gearbeitet, irgendwie. Also mit diesem, vor allem mit diesem Google Plus. Du verstehst einfach nicht, was ich dir damit klar machen wollte, oder? Nein, Wir nicht sollen jetzt über wirklich. Filme reden. Deinen Ach Lieblingsfilm, so. deine Lieblingsserie, deine Inhalte, deine Lieblingscharaktere aus diesem Film. Deine Also, welchen Film Lieblingsdarsteller, ich. deine Lieblingsregisseure. Also, welchen Film ich filmtechnisch wirklich gut gelungen finde, ist 8 Blickwinkel. Sag du mir noch einmal, du bist nicht schwul. Alter, ich bin sowas von nicht schwul. Oder ist das ein Mann? Also, Alter, guck dir diese Taille an. Das ist voll weiblich, Alter. Oder hat ein Mann echt so eine Taille? Ohne Witz. Also, die Flasche ist sowas von Welche Frau phänomenal. hat einen Penis? Die Flasche hat einen Penis. Deine komischen Transe-Pornos von gerade eben. Transenporn. Transponys haben einen endgültigen Vorteil. Es gibt nichts, was Männer wirklich stört, außer vielleicht der Penis einer Frau, aber
Wir sind schon wieder beim alten Thema gelandet. Ich wollte einmal was konstruktiv Positives in diesen Chat mit reinbringen und dann reden wir schon wieder über Transen und Nutten und Pornos und Hitler. Hey, wir haben 4 Uhr nachts und der scheiß Hangout heißt Nikolai's Pornodog. Und wir haben keine Ahnung, wie viele Zuschauer, weil ich kein Admin bin, du Schwichser. Hallo, wir haben 9 Zuschauer. Es ist 3.50 Uhr nachts und dieser scheiß Hangout heißt Nikolai's Pornodog. Und ey, wir haben vorhin wirklich über Pornos geredet, von Hitlers Frau, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Eva Braun. Eva Braun. Wir haben über Eva Braun Pornos gesprochen. Ja, das ist wirklich... Alter, der Hitler dreht sich 3-mal im Grab um und steht auf. Und die ganzen Juden, oh my God, he's back. Gleich klopft er an die Tür. Dann klopft er. Dum 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 dum. Mann, die Eva Braun. Okay, wir haben noch 8. Das ist schlecht, wir haben nur 8 Zuschauer. Ja. Ups. Ich sollte das lassen. Oder einen auf den. Das ist nicht witzig. Also jeder Zuschauer, der vorhat zu gehen. Nein, Mann. Also jeder Zuschauer, der vorhat zu gehen, soll dafür sorgen, dass 2 andere einschalten. Das ist super. Das ist die geilste Taktik überhaupt. Einer geht, 2 kommen. Ja. Also wir bekommen dann unglaublich viele Zuschauer. Und das ist auch wieder so einer dieser Ansprachen, die sicher dafür sorgt, dass alle gehen und keiner dazu kommt. Jetzt habe ich noch 7 Zuschauer wegen dir. Ohne Witz. Ja. Über seine Zuschauer zu reden, ist anscheinend unattraktiv für diese... für dieses Genre. Okay, gehen wir mal wieder zurück in das Genre, das ich vorhin angesprochen habe, über das Redegenre. 6 Zuschauer. Okay. Wollen wir jetzt wieder ganz viele kleine RTLs erzählen? Richtig tolle Lügen. 30-2, einer kommt nicht. Das ist keine Lüge, das ist eine Tatsache. 6 Zuschauer. Ja, ich finde das scheiße, dass so viele gehen. Ihr seid voll unsozial. Ich muss sowas von furzen, Alter. Jeder will um 3 Uhr nachts noch 2 Vollidioten beim Reden zugesehen. Ja, klar will jeder das. Ohne Witz, Mann, wenn ich auf YouTube und sowas finde, Junge, ich würde sowas von denen abbekommen. Ich will die ganze Nacht da drin hängen. Ich frage mich, ob wir in der Suche aufkommen, wenn man oben in der Suche Nikolai's Pornotalk eingibt. Gute Idee, Mann, ich suche das jetzt. Ich bin gerade auf YouTube online. Ich auch. Ja, aber bei dir ist das was anderes. Du bist der Hoster, du findest das wahrscheinlich nicht. Oh Gott, was kommt da denn? Nikolai's Pornotalk ohne Witz, jetzt live. Soll ich einen Screenshot machen? Warte, ja, mach. Ich kann aber Bildschirmübertragung anmachen. Ah, das ist ja wirklich. Zeig mal in Bildschirmübertragung. Ja, dein Bild hängt. Jetzt hast du dieses Lachface. Jetzt hast du so ein grinsendes Lachface. Guck. So ein Face hast du jetzt. Und man hört dich nicht. Wow, wir sind schon fast 1 Stunde im Hangout. Hallo? Hallo? Ja, ich habe gerade eben schon zu dir gesprochen. Ja, mein PC ist vollkommen hängen geblieben. Ach so. Jetzt also macht er es nicht mehr automatisch. Was macht er nicht mehr automatisch? Umschalten. Sag, ja, was? Kann passieren, Junge. Kann passieren. Warte mal, ich probier's nochmal mit dem Snipping-Tool. Jetzt läuft's. Okay.
Sag was? Hallo. Jetzt geht es wieder mit umschalten. Cool. Wieso bekomme ich den Kack jetzt nicht auf meinen Desktop gespeichert? C-User Benutzer. Ist das so schwer? Eigentlich nicht, oder? Nein, das ist nicht schwer. Sechs Zuschauer. Sag was. Das, ich finde das schwul. Das, ah, what the fuck? Mein Magen, ich habe Verstopfungen. Gleich scheißen uns noch in die Game zu. Nicht cool. Echt nicht cool. Echt nicht cool. Oh Junge, ich werde den Furz, den Schiss oder den Rülpser meines Lebens lassen. Ich habe so unglaublich viel Luft in mir. Mach Auch das jetzt, mach das hier. jetzt. Mach das so legendär jetzt vor der Cam. Das wird Legend. Warte drauf. Der. Mach, mach es. Bildschirm freigeben. Warte mal, ich mach das mal. Desktop. Auswärtiges Fenster. Ah, jetzt Siehst du hier mein alles. Desktop jetzt? Ja, cool. Siehst du das hier, Ja. Nikolas Porno Talk? Jetzt live. Ich könnte reinschalten. Und ein, das ist so geil, dass direkt unten drunter so ein Video ist. Ist Ja. das geil? Das ist geil. Klick da mal eiskalt drauf. Muss man meine scheiß Google Chrome Größe einstellen. Ich bin in unserem Livestream. Oh. Ey, Alter, zieh dir das rein, hier sind Kommentare, siehst du die nicht? Wo? Hier sind überall Kommentare. Deine Mutter, RTL Live-Chat. Junge, was für Assis. Junge, Alter, die sind voll Das wir Stone. wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Alter. Wie dumm wir sind, dass wir das jetzt erst sehen. Sind wir blöd? Das sind alles die Leute von Wiesen, ne? Die hat eher alle die Links geschickt. Ist so. Ich lese mir das gerade durch, also hier sind eigentlich zum Teil Noch nur. einmal dies, noch einmal dieses Klingeln und das war's. Die sind ein Milf. Was zum Teufel? Wie viele Zuschauer haben wir denn eigentlich? Also wir müssen auf jeden Fall anhand dieser Kommentare. Sieben. Ey, hör auf mit diesen Scheißtönen, Mann, das kotzt mich voll an. Okay. Morten Fanboys incoming. Wow, Alter, was für ein wahnsinnig schlaues. So wie ultra intelligentes Kommentar ist das denn? Ich Fühlt hab euch noch. doch nicht cool, nur weil ihr Studiomikrofone habt, ihr Opferkinder. Hey, wir können uns das leisten. Wir können uns das. Alter, das ist voll arm, das zu sagen, dass wir uns das leisten können. Rein Eben, theoretisch könnte sich aber das ohne Spaß jeder leisten, aber wir sind so dumm ja. und haben es gemacht. Das ist das, ja. Ja, das ist das. Genau. Ja. Ups, tut mir voll leid. Schon wieder ist ja voll an. Ich höre jetzt 257ers Abriss. Abriss, Showtime, Gangbang, Delirium, alles hier kaputt hauen, rumschreien. Oh. So, ich glaube, ab jetzt können wir auch auf die User-Kommentare antworten. Rein theoretisch können wir das ja, aber da unsere User anscheinend wirklich die unglaublichen Assis sind, die ich nicht haben möchte bei Ja. meinen Videos, Deine eigentlich. Kommentare. Showtime, Gangbang, Delirium!
haben alles kaputt, hauen, rumschreien. Ah! Das Lied ist so geil, wenn man angeheitert ist. Und nein, ich kann einen Untertitel zum Pornotalk hinzufügen, ne? Oh, das lässt du am besten bitte. Ich glaube, das ist wirklich einfach. Ach du Scheiße. Gib bei YouTube einfach mal Pornotalk ein und nicht Nikolas Pornotalk. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hat uns gerade jemand kleine Nutten genannt. Hey, wir sind kleine Nutten, aber nicht schwul. Bitte nenn uns nicht schwul. Das ist nicht cool, uns schwul zu nennen. Ich bin gerade der redet, jo. Wie viele Abos habt ihr? Ich habe auf meinem Kanal im Moment witzigerweise 25 Abos. Das ist unglaublich wenig. Nikolai, oh. Lappen. Alter, da kennt mich einer. Ich will deinen echten Namen wissen, ohne Mist jetzt. Tumax. What the fuck? Ich kann ihn nicht richtig aussprechen, verzeih mir. Jedoch möchte ich wissen, wer du wirklich bist. Das ist echt cool. Erstmal ja, okay. Die ganzen. Ich stelle mal automatische Aktualisierung ein. Ultra gay. Hey, wir sind ultra gay. Danke an der Nico Sua. Wir sind gay. Wir schieben uns gegenseitig unsere Schwänze in den Arsch. Wir stehen da drauf. Falls du Ironie nicht verstehst, weil du ein kleines Kiddie bist, komm in die Grundschule. Der war scheiße. Jan ist ganz ruhig, der fühlt sich gerade voll gedisst. Warte, du heißt ja nicht Jan, oder? Nee, du heißt Lukas, du heißt nicht Jan. Das ist voll umständlich, auf YouTube jemanden zu melden. Glaub mir. Wir sehen uns nochmal. Ey, ich will wissen, wer du wirklich bist. Ich will deinen echten Namen wissen, um zu wissen, ob ich dich wirklich sehe, wenn ich dich sehe. Das ist irgendwie blöd, dass ich es einfach so zu sagen, weißt du? Findest du deine Haare geil? Die sind weich. Falls du mich weißt. Meinst. Ja, die sind geil. Ich find sie geil. Sie sind weich. Boah, bist du ein Assi. Deine Schriftweise, Mann. Ja, wie war das nochmal mit den Duden? Alter, lass den Duden aus dem Spiel. Nein. Ey, wir machen jetzt schon wieder ein Diss-Battle. Wir sind nicht cool gerade. Das ist überhaupt nicht cool, dass wir uns gegen unsere Zuschauer wenden. Wir beleidigen die gerade, was soll das? Aber im Endeffekt ist es richtig, weil die uns beleidigen. Aber das muss nicht. Wir das ist sozial. Es. Sozial wie Kenny. Glaub mir, wir sehen uns nochmal. Findest du den Haare geil? Wer will dich hören, du Hurensohn? Hey, der hat mich Hurensohn genannt. Also damit ist unser Niveau für diesen Kerl schon mal auf einen ziemlich festen Standpunkt fixiert. Ich meine, hör dir jetzt mal an. Glaub mir, wir sehen uns doch einmal. Ey, das ist cool. Wir sehen uns nochmal. Das ist cool. Das hat Style. Sowas hat Style. Ich habe gerade meine Haare gekämmt. Das ist aber nur. Ja, du siehst aus wie Jedward, weißt du das? Ich sehe was. Okay, das unterstellt meine Schwulheit. Das ist nicht cool, dass du mich. Eindeutig. Das ist echt nicht cool. Eindeutig. Nämlich nämlich nicht so. Wie viele Zuschauer haben wir mittlerweile eigentlich? Pass auf. Sobald ich dich sehe, werde ich dich darauf ansprechen. Ich freue mich drauf. Tumex. Warte, Tum. Das klingt nach Thomas, könnte man darauf ablenken. Und da ich einen Thomas kenne, der in meiner Klasse ist, denke ich, dass du Thomas bist aus meiner Klasse. Oder du bist einer aus meiner Skate-AG, weil nur du, wenn du du bist, von denen ich denke, dass du bist, dumm genug ist, wirklich in diesem, was auch immer, zu bleiben. What the fuck?
Er findet seine Haare wirklich geil. Oh my fucking God. Meine Haare sitzen gerade überhaupt nicht. Halt die Fresse. Meine Haare sind nicht geil. Die sind einfach nur weich. Das war ein Witz. Du checkst auch keine Ironie, du Wichser. Du. Das ist voll dumm, dass wir diese scheiß Kommentarfunktion jetzt erst gefunden haben. Ja. Vor allem, wenn du alle anschließenden Kommentare als Spam melden willst, ne? Da sitzt ja Jahre bei. Das ist so dumm. Auch dass es über Google Hangout bisher überhaupt nicht angezeigt wurde, das regt mich ein wenig auf. Ja, ein das schlechtes ist ja gut, wenn User ich als Admin. Interface. Ja, vor allem, wenn ich als Admin das alles vor allem auf einen Blick hätte, das wäre gut. Die haben uns kein Stück aufgeklärt. Wir sind total auf den Funktionen sitzen geblieben. Wir müssen uns alle selbst erklären. Die geben uns überhaupt kein Handbuch, auch wenn wir es eh nicht lesen würden. Aber irgendwie. Dann machen wir jetzt ein Let's Play zu Google Plus. Ein Let's Play, eher so ein Let's Deserve oder so eine Kacke. Let's Tutorial. Ja, ein Tutorial. Mein, bin ich blöd. Was eigentlich Let's Deserve? Ich weiß nicht mehr richtig, was das bedeutet. Englisch Akkus hier, ne? Ich glaube, ich stelle mein Stativ gleich mal anders hin. Ja, mein steht hier ganz gut so über den Tisch rübergehangen. Wir sehen uns hier den virtuellen Mikropenis-Vergleich. Wir sehen hier den virtuellen Mikropenis-Vergleich, wie ich nicht lesen kann. Falsch geraten, okay, du bist nicht Thomas. Du bist Tu-Omex. Das kann man so sprechen, Tu-Omex. Omex. Dann bist du wahrscheinlich aus meinem IT-Kurs und Omex ist dein beschissener Name aus deinem. Wahrscheinlich aus League of Legends. Meine Fresse. Wer talk League of Legends? Nico Arendt? Nee. Nico. Oder doch Nico Arendt, keine Ahnung, vielleicht heißt er so. Und dieser andere Freund von Jan Niklas? Ich komme nicht drauf. Ich warte am besten einfach. Vorfreude. Nennen wir ihn einfach Günther. Günther. Und falls du... Oh Mann. Dieser Mikropenis-Vergleich, das geht mir voll auf den Sack. Ruhig. Ich bekomme Krampfadern am Schwanz, wie so bleibt mir Felix. Flexi, Entschuldigung, er ist Flexi, ich habe falsch gelesen. Ich habe Programmer Flexi jetzt hier als blockiert. Muss ich seine Kommentare nicht mehr ertragen. Ich bekomme Krampfadern am Sack. Ist das geil. Der Soundeffekt ja. Ist dumm. Ey, das passt zu unserem Thema, Krampfadern am Sack. Ich google das jetzt mal und dann philosophieren wir jetzt über einen pornospezifisches Krampfader-Sack-Thema. Ja. Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Google hört uns zu. Ich hätte nicht mal drauf geguckt. Alter, das gibt's wirklich das Thema Krampfader im Hoden, dadurch Schmerzen, Fragezeichen. Hallo. War Mitte Oktober beim Urologen. Dieser stellte eine ausgeprägte Krampfader fest. Diese lasse ich. Ich schicke dir erstmal den Link von der Seite. Wieso blocken wir Flexi? Oh mein Gott. Wieso arm? Keine Ahnung, weil er das geschrieben hat und wir uns jetzt scheiße fühlen müssen. Weil er Krampfadern. Sollen wir mitspielen oder ihn ignorieren? Keine Ahnung, lass ihn einfach in Ruhe. Also ich habe Spaß daran, zu sehen, wie sie versuchen und zu dissen. Das macht echt unglaublich viel Fun. Gerade okay. Weil diese Diss-Versuche so einfach so blöd sind. Das ist unglaublich. Keiner gibt sich wirklich Mühe oder Fantasie. Ich meine, er gibt sich Mühe, Fantasie anzuwenden. Genau, Entschuldigung, jetzt darfst du reden. Was ich mich frage, er sagt, dass wir arm sind, weil wir ihn blocken. Und er und aber wieso guckt er uns dann zu? Wahrscheinlich tut er es genau jetzt nicht mehr. Oh, der Kühler burnt mir gerade meine Beinhaare weg. Wer? Mir. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich?
5. Das ist voll arm. 4. Ich halte es für 5. eine bessere Idee, wenn wir morgen, wenn wir das Ganze morgen wieder machen. Du weißt, dass wir beide auch Zuschauer sind, also 6. wir haben eigentlich nur 3, 4 Zuschauer. Nein. Ich bin nicht als Zuschauer. Ich bin nicht auf der Kommentarseite. Ich habe die Kommentarseite ohne den Livestream gerade. Guck hier unter All Comments. Warte, ich schicke dir jetzt im Chat. Hier. Das ist cool. Aktualisiert das schnell? Ja, wir sind TS, Leute. Was? 6 Zuschauer. Also wenn irgendjemand von euch noch mit in dieses Hangout treten möchte, um uns vielleicht direkt über diesen Hangout halt zu dissen, nennen was wir uns zum Helden machen würde, kann er direkt mit rein. Nennen wir es? Wer so dicke Eier, dass er es auch persönlich macht? Boah, bist du cool, hört bitte auf zu streamen, grüß mein New. Alter, was geht mit den Kommentaren ab? Kommentar entfernt. Das geht gar nicht, ich sehe gar nichts mehr, das ist... Lol, ich will euch dissen, das ist nur eine Frage, meint Felix halt. Wir sind TS-Leute. Du willst Fantasie? Boah, ich krieg Krampf, oder dann am Schwanz, wieso blockt ihr? Ach, stimmt, das habe ich doch vorhin schon gelesen. Das updatet voll nicht schnell, what the fuck. Alter, geht auf twitch.tv und sucht einfach nach einem Reazen. Der hat ja mal geschrieben, ich habe einen kleinen Penis. Ihr macht auf Twitch einen Livestream. Klick auf Pro Gamer Felix, euer größter Fehler. Hier heult jemand rum, weil mein Account ein Abo hat. Aber das ist ja nicht mein wirklicher Account, das ist jetzt ja nur mein Account nur für die Google Hangouts. Ich habe ja noch einen anderen Account. Ja, den hat er wirklich nur gemacht, weil er vorher nicht über 18 war oder irgendwelche Probleme mit YouTube oder Google hatte und hat sich einen neuen YouTube bzw. Google-Account gemacht, damit das hier läuft. Ihr habt zwar Studiomikrofone, aber eine Scheißstimme, sagt er. Warte, hier hat gerade jemand geschrieben, die sind nur MILFs. MILFs heißt Mother I Like to Fuck. Das heißt auf Deutsch Mutter, die ich ficken will. Also das heißt, es handelt sich um ältere Mütter. Sehen wir weiblich aus? Oder als ob wir schon mal schwanger waren und scheiß Kinder haben? Willst du uns ficken? Seit wann sind wir rothaarig? Oh, wir sind rothaarig. Warte, hab ich noch gar nicht gelesen. 75 neue Kommentare. Ihr geht so ab, ihr Penner. Falsch geraten. Oh, das habe ich doch vorhin schon gelesen. Oh, bist du cool. Grüß mal Nui. 13 Jackson 13. Ihr seid hässlich. Hey, du weißt nicht, was zum Teufel MILFs sind. Wie hässlich ist das? Und du bist hässlich im Kopf. Das ist viel schlimmer. So welche Lappens. Die Mikroquali ist scheiße, sagt der eine. Ja, aber mein Mikrofon rauscht ein bisschen und deins rauscht auch ohne Mist. Aber nicht hardcore. Ja, das ist halt über Browser. Hört Nette auf zu streamen. Ich wurde so im Mistgeburt genannt. Sag mal, Raven hat einen 3,3 cm Penis. Nein. Das Mikro Quali hört auf zu lispeln. Hör auf zu lispeln, du Spaß. Ihr seid so direkt, ihr seid voll die Missgeburten. Ihr nutzt die von der Internet gegebenen Anonymität gnadenlos aus. Das ist behinderter als AskFM. Das ist wirklich, wie nennt man solche Leute? Keine Ahnung, Assis? Nein, Assi ist ja nicht wirklich, wenn man die... Feige, nein, ich brauche ein schärferes doch, Wort als Feige. Doch, es ist asozial, es ist ein schärferes Wort als Feige. Google das doch einfach, Mann. Wenn du es wirklich nötig hast, google das wirklich. Keiner mag euch. Hey, du kennst mich wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Monster Blubby. What the fuck?
Ihr seid richtig hässlich. Das hatte ich schon das zweite Mal geschrieben. Gay? wenn ich weiß, woher das ist, der ist kein YouTube-Insider und der soll einfach nicht hier bleiben. Der soll woanders hingehen. Ich finde das so geil von der Originalserie. Er sitzt da. Gay? So geil. Krampfader im Hoden, dadurch Schmerzen. Hallo. War Mitte Oktober beim Urologen. Dieser stellte eine ausgeprägte Krampfader fest. Diese lasse ich im Februar operativ entfernen. Allerdings war ich beim Urologen aufgrund vom Schmerzen im linken Hoden und in der Leistengegend. Immer wenn diese Schmerzen auftreten, habe ich auch Rückenschmerzen. Ängstlich, erschreckend, hasenfüßig, memmenhaft, mutlos und schreckhaft. Wir nennen sie mal hasenfüßig. Du hast das, du, what the fuck, du hast das echt gegoogelt? Ja. Du hast das gegoogelt. Ich habe eine Internetseite, da gucke ich immer auf meine Sachen so. Er hat geschrieben, ist morgen noch mal ein Livestream, wenn ja, machen bin ich wir dabei. Ja. Und wie wir den machen, Alter. The Manuel 216. Ey, Brillenschlange, nice Gardine. Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Hey, ja, deine Gardine ist echt awesome. Deine Gardine. Achso, toll. Ja, ich glaube, ich chill mich gleich aufs Sofa, das ist ein wenig bequemer und außerdem kann ich mir das Mikrofon dann direkt in die Fresse setzen, was um einiges besser klingt als jetzt. Ey, soll ich mal die Synonyme für Durchfall vorlesen? Nein. Nein, Mann, Alter, ich glaube, das willst du nicht hören, aber ich lese es jetzt trotzdem vor. Okay. Arschpissen. Hör auf damit, das ist niveauloser als bei einem Livestream Kronbacher zu trinken, Mann. Auf ja. 3 Metern Eimer kacken. Hör auf damit. Alter, bitte hör auf damit. Mach mal deinen scheiß Soundeffekten höchstens weiter, aber hör auf damit. Bierchen. Das ist unnötig. Hör auf damit. Ja, bist du einfach auf damit. Brauner Senf. Hör auf damit. Okay. Also Arschpissen aus 3 Metern in die Ärmel kacken. Nein. Bierschiss. Oh, das ist so brauner Senf. Braunes Wasser. Bierhöhe. Dann Flatter. Hör auf. Dünnschliff, Fim, Flisch, Flitze, Flitzekacke, Flotter Otto, flüssiger Stuhl und Continenta Popertia. Das findest du geil. Lange Katharina. Ey, der ist cool. Mein Lördekack. Aber Lördenbald. Alter, hier müsste es einen verdammten Hitlerbart geben, nicht nur so ein. Ich habe keine Effekte mehr. Hast du die Effekte mir weggenommen? Mustache. Nee, da steht, dass du die gerade benutzt. Ey, lass ja, beide mein Bart machen. Das ist der letzte Dreck, warum machen wir das? If you have a mustache, you can take a fucking pussy. Jetzt kann ich einen Witz reißen. Warum machen Chinesen keine Piratenfilme? Weil sie nicht Arr sagen können. Jetzt bräuchte ich die Toneffekte. Du musst den Piratenhut auch noch nehmen. Nein, hier gibt's einen Piratenhut. Das soll aussehen wie ein Hund. Miau. Das ist so schwul. Guck mir meinen an. Guck okay, meine. Der Heiligenschein hat unglaublich viel Style. Den lasse ich drauf. Ich habe einen Ziegenbart, den lassen wir. Okay, lass den scheiß Ziegenbart dran. Ich lass meinen Heiligenschein. Brauch noch eine Mütze. Die Effekte sind so unglaublich stabil. Also wow. Das läuft unglaublich gut.
Oh, eine Geburtstagstorte. Nein, Oh, die habe ich gerade cool. eben schon angehabt. Nein, die ist überhaupt nicht cool. Ist sie auch nicht. Nee, habe ich doch Ich gesagt. brauche noch was. Oh, Teufelzahner zum Ziegenbart, das passt doch. Ich will einen verfickten Hitlerbart haben. Das wäre cool. Hitlerbart. Deutscher Hitlerbart! Mach dir auch einen verdammten Bart. Wie alt bist du, Nikolai? Das willst du nicht wissen. Er ist 12. Will ich dir Nein. wissen? Okay, ich wechsle jetzt eben kurz meinen Standpunkt. Ich will mich aufs Sofa setzen, das ist irgendwie besser. Belustige die Leute eben, das dauert ein bisschen, weil da noch Geschenke drauf liegen. Heute ist immerhin Weihnachten. Gestern, Entschuldigung, es ist ja 4 Uhr. Ihr seid cool. So unglaublich cool, weil ihr jetzt noch wach seid. So. Ich bin 16. Omex. What the fuck? Ich kann den Namen echt nicht aussprechen, ohne Mist. Tomex. Tuomex. Spreche ich das jetzt einfach Oh, aus. das hat Style. Spekulatius Kondom. Guck dir mich an. Spekulatius. Fuck, Spekulatius auf Boden, nicht cool. Ey, Ich hab doch gesagt, ich bin jetzt kurz weg, ich höre dich nicht richtig. Mann, ich stelle jetzt mein wird auch Mikrofon und egal. alles hier um. Das Das hört ist man. mega unprofessionell, aber das ist ja schon bekannt. Unsere Professionalität haben wir ja den restlichen. Haben wir ja schon mehrmals bewiesen. Wir haben jetzt schon 130 Kommentare. Man hört dich nicht. Und jetzt? Jetzt hört man dich wieder. Man sieht einen Heiligenschein aber nicht. Egal, ich muss mein restliches Zeug holen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit den Ja, Umständen. ich sehe sowieso cool aus. Nein. Obwohl doch, belassen wir dich mal lieber bei den Gedanken, dass du cool aussiehst. Jo. Ich will doch meinen momentigen Das Admin sieht nicht cool aus. verärgern. Hör, ich habe eine Krone aus Mais. Nice. Das hat sich gereimt. Fuck, meine Lampe. Ja. Meine Lampe ist umgekippt. Ey, ich bin eine Katze mit Ziegenbart. Alter, du bist eine Katze. Das zum Thema, wir sind nicht schwul. Hör auf damit. Du bist doch keine Katze, Alter. Ich bin eine Katze. Aber mir gefällt der Ziegenbart. Ich war gleich behalten. Oh. Ich habe nicht gestöhnt. Das war ein Hinsetzstöhnen. Das ist was ganz anderes. Das ist cool. So, chill ich mich jetzt. Das ist cool, habe ich gesagt. Das ist cool.
Das ist wirklich cool. Wir haben noch zwei Zuschauer. Ich glaube, wir hören gleich auf mit dem Hangout, oder? Für heute, also für jetzt. Nein, genau jetzt, wo ich mich so hingesetzt habe, so voll so, so, yo. Das ist cool. Wir hätten vielleicht ja eine Pause machen müssen. Mit dem Streaming, bla. Während wir uns umgesetzt haben, das ist mega unprofessionell. Ist mir ja gewohnt von dir. Von uns. Ich hab nicht so gemacht. Ich mach es gerade. Ja. Ich häng mir das Mikrofon gerade ziemlich genau vor die Fresse, wie man sieht. Also ich hab das Ding jetzt ziemlich im Gesicht eigentlich. Dein Popschutz sieht voll dünn aus. Das ist er aber nicht. Hola. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt? 4. Guck mal hier, meiner. Da es geht kaum Licht durch. Dann habe ich halt einen Dünner im Popschutz. Er funktioniert trotzdem. Also ich habe 2 Lagen drinne hier. 2 Lagen Stoff. Alter, willst du mich jetzt echt mit deinem Popschutz dominieren? Oder beleidigen? Nein, ich wollte fragen, wie viele Lagen drinne du hast. 2. Achso. Warte mal eine kurz. Eine hier. Warte kurz. Oh, scheiße. Ein Ständer kippt um. Budumpsch. Warum machst du das jetzt? Das ist cool. Ja, kann man mich jetzt noch verstehen? Ein bisschen zu laut aus meiner Sicht. Zu laut? Ja, du bist ziemlich laut. Ja, kann wohl sein. Aber wenn ich jetzt Pop laut mache, hört man gar nichts mehr, oder? Ich hab voll die geile Idee. Ich kann pusten, oder kommt nichts an? Kannst du mir trotzdem gefallen tun? Erzähl. Wir machen einen neuen offiziellen YouTube-Hangout mit anderen Titeln, laden den jetzt hoch, dann passt das einfach alles. Und dann ist alles okay. Neue Zuschauer, neues Glück, blablabla. Wir müssen am besten einen eigenen, kompletten Kanal nur für Hangouts machen. Ich habe einen Kanal von Yannick. Ja. Ja, dann behalten wir den dafür. Den ich jetzt habe, ne? Ja, dann machen wir gleich einfach noch ein neues Hangout. Genau. Ich stelle das jetzt noch mal ein, dass die Gasse. Dann kann ich aber noch mein Bier holen, das da drüben steht. Was musst du noch einstellen? Gar nichts. Du musst nur einen anderen Titel wählen. Doch, den Namen und sowas. Was für einen Namen? Warte. Den Namen von Channel oder unser Name? Den Namen von Channel kann ich gar nicht ändern, steht hier. Geht auch nicht. Dann musst du einen neuen machen. Doch, habe ich YouTube-Einstellungen. Die Dinger sind voll lecker. Ohne Witz. Wenn ihr wissen würdet, wie lecker die sind, ihr werdet echt neidisch auf mich. Ich habe gerade sowas von der Radiofresse hier mit dem Mikrofon. Das ist fies. Aber klingt gut, bin ich mir recht sicher. Ich starte mal Order City. Um mich aufzunehmen. Und dadurch zu wissen, wie ich hier jetzt gerade klinge. An Manuel, tschüss bis morgen. Wir haben dich nicht lieb. Ja, nein, haben wir nicht. Hey Manuel. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, zu hören, sich anpissen zu dürfen. Unser Kanal sollte anders heißen als Lukas Gera, oder? So. Scheiße. Warte mal ganz kurz.
Hallo, also so rede ich ganz normal. Und so, wenn ich direkt. Oh mein Gott! Alter, das klingt richtig, richtig anders. Wenn ich so Ja. rede oder so. Hallo, 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 hallo. Das ist voll krass. So, als Beispiel, warte nochmal. Hallo, ich bin Ja. Nikolai Weber. Hallo, ich bin Nikolai. Alter! Hallo, ich bin Nikolai Weber. Hallo, ich bin Nikolai. Alter, das Soundbild ist komplett. Ja, klar, besonders. Aber sowas von. Ich muss mir das Ding jetzt eigentlich, um den perfekten Klang rauszukriegen, direkt vor die Fresse schrubben, so richtig. Das will ich aber nicht, weil das voll blöd ist, das direkt im Gesicht zu haben. Eigentlich Wie nur kann ich wegen mein dem riesengroßen Popschutz. meinen Namen ändern? Du kannst deinen YouTube-Namen nicht ändern. Einmal gemacht, kannst du ihn nicht ändern. Geht nicht. Aber so klingt das jetzt eigentlich besser. Hoffe ich zumindest. Nein, oder doch? Oder doch? Ja, doch. Doch, es ist besser. Ja, doch, es ist besser. So ist es wieder Naja. anders, aber so finde ich das immer noch am besten. Also der Schwamm muss Jetzt direkt ins übertreibt dein Mikrofon Lager doch fahren. mal Ja. nicht. Ja, ich habe das bisher so noch nie gemacht. Also der Form und so ist das. Unsere Audioqualität ist scheiße. Oh mein Gott. Ja, Was total. labert der? Also, rein. Ich kaufe mir jetzt auch direkt ein 1000 € Mikrofon, weil ein YouTuber meint, dass unsere Qualität scheiße ist. Da Wahrscheinlich hat ist der ein natürlich der Logitech größte Headset. Grund dafür, ne? Nicht mal ein Sennheiser. Ich Sennheiser hab gleich noch ein. Ich Studio-Mikro. hab. Sennheiser Studio-Mikrofone sind gar nicht mal so gut. Also, ich hab ein Headset von Sennheiser und das ist. Also, das geht. Ja, Das geht ja. also die neue Gaming-Headset-Reihe von Sennheiser ist wow. Nein, das ist gar kein Gaming-Headset. Sondern das ist einfach nur. Das ist. Ein Headset. Also, hat 60 € gekostet. Aber ich bin damit zufrieden. Haben wir überhaupt noch Zuschauer? Zwei. Hallo, zwei Zuschauer. Das sind wahrscheinlich wir, also können wir uns jetzt dann selbst Hallo sagen. Was ich recht geil finde, ist, dass wir anscheinend gerade eben nur YouTuber als Zuschauer hatten. Ja. Siehst du doch an den Kommentaren. Das Ja, sind wir hatten nur. nur YouTuber, die Kommentare abgegeben hat, aber ich habe ja auch noch ein paar Links verschickt. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von diesem Podcast. Wir haben es 4:33 Uhr. Tschüss, liebe Internetgemeinde. Jetzt bist du dran. Habt einen Steifen, guckt nach Pornos, holt euch einen runter und seid froh, dass ihr es geschafft habt. Genau. Viel Spaß beim noch einmal vorm Schlafen gehen machen. Und Ey, so nicht. Übertragung beenden.